Hallo und herzlich willkommen zurück. Kaiser Sebastiano vom Heiligen Römischen Reich. Ja, also falls ihr euch im Übrigen wundert, dass hier ansonsten bei mir nicht viel passiert. Um die Uhrzeit, wenn dieses Video rauskommt, dürfte ich wahrscheinlich betrunken vor einer Festivalbühne stehen. Wir werfen mal einen Blick hier auf... Ja, die Karte. Wir sehen übrigens, dass ernsthaft. Hier. Der König von England, Clemens der Teufel, Vasall in Franzien geworden ist. Spanien ist ziemlich zersplittert. Immer noch. Hier oben, ja, Schweden ist recht groß, hat seine übliche Form. Norwegen, ja, da ging ja auch noch ein bisschen was. Und Finnland ist auch noch kein Herzogtum. Noch kein Königreich, sondern nur ein Herzogtum. Ja. So, was hat unser König vor? Erstmal sich darüber freuen, dass er 666 Gold hat. Ich bin wieder auf dem Schlachtfeld. Der Matsch klebt an meinen Stiefeln. Der widerliche Gestank der Toten sticht mir in die Nase. Wieder durchlebe ich jeden Tag. Herzog Faramond von Salerno, mittlerweile ist er ja tot, begann einen Krieg gegen mich. Ich wache stöhnend auf, kalte Schweißtropfen auf der Stirn. Placentia regt sich neben mir, aber wacht nicht auf. Ich muss allein mit meinen Sorgen fertig werden. Wir versuchen es zu vergessen. Was ja natürlich, mit unseren 60 Jahren, die wir mittlerweile erreicht haben, auch nicht so schwer ist, glaube ich. So, wir wollen mal gucken, was haben wir denn hier? Wir haben Fraktionen. So, wir können Verbrecher einkerkern. Herzog Adfons, das hilft uns aber. Was ist da passiert? Herzog Massimo starb gichtgeplagt. Und dann haben wir hier... Herzog Adfons möchte eine seiner Töchter auslösen. Ja, das kann er gerne tun. Die pinnen wir uns mal an, die gute. Gräfin Agnes von Dannenberg. Eine Unzüchtige. Wir kerkern sie mal ein. So. Wir werden den Titel aberkennen. Und jetzt kann sie sich für 100 Gold freikaufen. Was haben wir denn hier? Constantino und Matthäus. Prügeln sich hier um etwas so. Dannenberg gehört in das Herzogtum von Ostfalen. Da haben wir den Graf Saverio ja eingesetzt vor kurzem. Und wir vergeben. Wir übergeben Saverio dieses Herzogtum und was ist das denn? Herzog Erb von Anhalt hat einen Anspruch
darauf. Ach nee, auf die Grafschaft von Dannenberg. Und er ist nicht begeistert darüber, dass ich sie jemand anderem gegeben habe. Aber Saverio hat Eigenschaften, die er nicht hat. Nämlich, Saverio gehört zu meiner Dynastie. Hm? Wir werden mal uns der Jagd hier anschließen. Na, wir müssen gerade hier auch bei unseren Vasallen auf dem Balkan, den Orthodoxen und so, ein bisschen Präsenz mal zeigen. Isnardo, ein gemeiner Dieb, wurde zum Tod verurteilt. Und ich wollte wissen, was Isnardo darüber dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er meinte aber daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen sollte. Ja, das kann furchtbar gefährlich sein, sich zu übernehmen, das ist richtig. So, wir haben hier Gaetano, den Herzlosen. Und sein Knappe hat ihn in seiner Rüstung zurückgelassen, ich würde sagen. Wir finden in unserem Gefolge ein, zwei junge, motivierte Jungen, die ihm zukünftig als Knappen zur Hand gehen können. Wenzel, König Wenzel von Kroatien ist an der Schwindsucht gestorben. Und Amalia hat ebenfalls die Schwindsucht. Sigmund sieht auch so aus, als wenn er die Schwindsucht hätte. Aber der Amalia geht es gut. Das ist schön. Dafür herrscht jetzt über Kroatien Rinaldo. Rinaldo hat auch noch ein paar andere Ansprüche. Und jetzt können wir Folgendes tun. Wir können nämlich Meister des Mittelmeers werden. Und genau das tun wir auch. Mit der Einnahme von Mallorca, Sardinien und Sizilien haben wir uns zu den rechtmäßigen Herrschern des Mittelmeers erklärt. Gesandte sind in alle Ecken der Erde gesegelt und haben minderen Herrschern von unserer glorreichen Leistung berichtet. Dieses Meer und alles, was es berührt, gehört uns. Und zwar nur uns. So. Wir haben dadurch den Kriegsgrund Mittelmeereroberung für die nächsten 100 Jahre in der Dynastie. 350 Dynastie-Prestige bekommen und vor allen Dingen
haben wir dann Meister des Mittelmeers. Flottentempo, Entwicklungszuwachs, Küstenvorteil in Schlachten und nochmal monatliches Prestige mehr. Ein, wie ich finde, sehr schöner Modifier. Und Dominik, der Ratsverwalter, wir wollen Treppen jagen. Wir wollen Treppen beizen. Ja, dann beizen wir ein paar Treppen. Und ich hoffe, wir finden nicht nur A-Treppen. Ha, ha, ha. So, und der Jagdmeister von Gräfin, na, der ist da, weist die Gruppe an, leise zu sein. Wir haben unser Ziel erreicht. Von unserem Aussichtspunkt aus können wir mehrere gesprenkelte Treppen sehen, die vor uns im Gelände umherstolzieren. Die Gesellschaft hält an und wir bereiten uns darauf vor, die Hauben unserer Vögel zu entfernen. Einen nach dem anderen schicken wir sie auf die Jagd. Ich hätte gerne einen Anspruch auf ganz Duklia. Vielen Dank. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Habicht ein Ziel anvisiert und sich hoch in die Lüfte erhebt. Die Treppen haben noch keine Ahnung, dass mein Habicht von hoch oben auf dem Boden nach ihnen absucht. Immer wieder stößt mein Habicht auf ein Beutetier herab, doch stets verfehlt er. Sein Ziel oder fügt ihm nur eine kleine Wunde zu. Nach stundenlangen Versuchen ist die Beute so gut wie verschwunden. Der Habicht fast völlig erschöpft und das Licht wird immer schwächer. Die Jagd schlägt fehl. Unsere Frau wird nochmal schwanger? Meine Güte. Oh, wir sind Legendengestalt. Eieieiei. Was haben wir denn hier? Dux Simeon von Duklia. Eine... Wir werden das niederreißen, denn wir möchten uns ja bald mit ihm anlegen. Lanfranco. Wir werden Lanfranco einkerkern. So. Jetzt möchte jemand Martino umbringen. Das ist doof, weil Martino habe ich mit meiner Nichte oder so irgend sowas verlobt. Lehnsherr, ich weiß etwas, was euch aufheitern wird. Seht genau zu, wie ich mich an meine Beute anpirsche. Unsere Hofnärrin hat einen Plan. Hungrig, schreit Grimislava. Ihr, unser Mund schenkt Dragonia eine Ladung Granatapfelkuchen ins Gesicht bekommt. Ein klassischer Scherz. Ach, das wäre Tyrannei. Aber... Der Schreckensruf des Steuermanns. Weiße Bö, Backbordrin. Passt nicht zu dem ruhigen Wetter. Doch dann erfüllt meine Ohren ein immer lauter werden. Des Tosen des Windes. In weniger als einem Herzschlag ist der feuchte weiße Nebel da und hüllt das ganze Schiff ein. Noch lauter als der Wind knackt dann der Großmast und stürzt über Bord. Und so plötzlich wie sie kam, zieht die Böe weiter. Unser Schiff schaukelt träge auf der ruhigen See und schleppt die zerrissenen Segel und gebrochenen Ruder hinter sich her. Wir müssen irgendwie irgendwas basteln und unser Schiff segelt weiter. Immer weiter. Wir sind wieder an Land. Herrlich.
Herzogin. Achso. Ach, die hat einen neuen Regenten. Ich habe oft vor den militärischen Heldentaten der... Wieso laufen mir denn hier ständig Dings aus? Egal. Militärischen Heldentaten der legendären sizilianischen Söldner gehört und auf der Durchreise durch Capua bin ich zufällig auf einen höchst wackeren Söldneranführer gestoßen. Adriano, der Sizilianische, behauptet, er sei der beste sizilianische Schwerkämpfer der Welt. Ja, ich weiß ja nicht, wie viele es denn außer ihm noch gibt. Und er würde sich geehrt fühlen, für die richtige Bezahlung in unserer Armee zu dienen. Ja, komm. Wir handeln da mal was aus, oder? Adalhard. So, wir treffen auf Callisto den Feigen. Callisto ist mit einem Wolf im Kampf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer hilft ihm? Ich mach das selber. Wir sind wieder zurück. Und die Schwindsucht hat Zara verwüstet. Unsere Kaiserin und Hofärztin Placentia teilt uns mit, dass der örtliche Handel und die Herstellung völlig versiegt sind, während die Menschen auf ihren in ihren Häusern und auf den Straßen ausharren und auf den Tod warten. Sie hat die schlechte Luft, die Toten und Sterbenden umgibt, für die Seuche verantwortlich gemacht und vorgeschlagen, dass ein riesiges Feld Iris viel dazu beitragen würde, diese schlechte Luft zu vertreiben und die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Ey, ich will keine Legitimität abgeben, was ist das für ein Mist? Aber wir machen es trotzdem. Achso, ja. Prinz Konstantin. Der Erbe von König Giorgio. Der hat ja einige Kinderchen hier noch, also der hat sich da aber nochmal Mühe gegeben. Adolf, ja, schön, dass du hier rumspionierst. Du gehörst natürlich in meinen Kerker. Ist ja klar, ne? So. Apropos, Hof. Ein Ereignis. Die Bitte um ein Schlachtross. Martina, unsere Tochter, wächst heran und wird eines Tages eine hohe Position in der Gesellschaft einnehmen. Anscheinend hat sie beschlossen, dass heute eben jener Tag ist. Vater, kann ich ein Destrier haben? Ein Schlachtross? Für ein Kind? Während ich über die Bitte nachdenke, bemerke ich, wie unser Stallmeister Alexander uns von der anderen Seite des Thrones ansieht. Wenigstens weiß ich jetzt, wie meine Tochter diese Idee zu verdanken hat. Also ein Schlachtross finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ein Zelter ist okay. Hm.
So, Treviso nehme ich dir auch, Kollege. Du kannst das Herzogtum der Nordmark bekommen. Ludolf, das, ich sage mal so, Graf Volkmar bekommt das Herzogtum Mecklenburg. Und jetzt habe ich noch die Grafschaft Treviso. Treviso gehört nach Verona. Und er bekommt Treviso. Und dann übergeben wir Innocenzo an Pagano. Haben wir hier noch was? Nee. Der ist mir da ein bisschen zu weit unten in der Hierarchie, als dass sich das lohnt. Wen können wir denn hier alles so abkassieren? Das lohnt sich aktuell nicht. Wir lassen mal laufen. Und der gute Fürst Erzbischof Leone Starkarm. Mittlerweile ist er gebrechlich und vernarbt, der gute. Und wir könnten ihm bei der Verwaltung seiner Besitztümer gehören, helfen. Wir könnten uns über einen alten um einen alten Folianten kümmern, oder wir können unsere Schatzkammer füllen. Und genau das ist das, was ich jetzt möchte. Denn für einen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geziemt es sich, auf eine Reise zu gehen. Und zwar auf eine Reise nach Jerusalem.
Und wir werden ja ein bisschen wir werden hier ein bisschen auf den Putz hauen und hier lang laufen, hier geht's lang. Hier geht es lang. Aber den richtigen langen Weg um mich machen, ja, ne? Aha. Und wir werden dann auch die Gelegenheit ergreifen und unseren Vasallen hier in Tunis besuchen. Warum? Weil wir es können. Wir werden einen Wüstenkrieger mitnehmen, denke ich. Oder ein. Ja, nee, ich glaube, wir nehmen den Bergsteiger mit. Ich glaube, das kommt fitter. Und dann beginnen wir diese Pilgerreise. Auch während der Pilgerreise halten die Priester jeden Sonntag eine Messe. Wenn kein Gotteshaus in der Nähe ist, findet sie im Freien statt. Heute Morgen zog ein Sturm auf, der noch immer tobt. Unbeeindruckt davon steht ein eifriger Priester, Raffaello, draußen im strömenden Regen, wo eine Predigt darüber hält, dass man im Angesicht von Widrigkeiten hartnäckig bleiben muss. Dennoch wird sein Publikum schnell kleiner, als entmutigte Anhänger Zuflucht vor den Regenmassen suchen. Was kann ein bisschen Regen einem treuen Katholiken schon anhaben? Na? Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir dann auch fertig für heute, ihr Lieben. Wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.